Das Kitz ist erst ein paar Tage alt, aber sein Leben könnte in wenigen Minuten vorbei sein. Denn es liegt mitten in einer großen Wiese und die wird gerade gemäht. Der Fahrer des Mähwerks, das mit 15 km/h Geschwindigkeit das Gras schneidet, hat nicht die geringste Chance, das Tier zu entdecken. Um solche Dramen zu vermeiden, schlägt der Mähknigge der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft eine Reihe von Maßnahmen vor, die nicht nur Rehe, sondern auch Wiesenbrüter, Feldhasen und Insekten schützen sollen. Zum Beispiel nicht zu niedrig schneiden, langsam fahren, nicht die ganze Fläche auf einmal mähen. Wir werden definitiv keine Maßnahme haben, die 100% der Kitze oder 100% der Wildtiere rettet. Das ist einfach technisch nie machbar. Es gibt nicht 100%. Und nicht alle Vorschläge sind einfach umzusetzen. Die Schnittzeitpunkte so zu legen, dass möglichst wenig Jungtiere betroffen sind, ist für viele Landwirte eine Kostenfrage. Genauso die Anschaffung eines Mähwerks, das Insekten und Amphibien größere Überlebenschancen bietet. Um Rehkitze vor dem Metro zu bewahren, ist das Absuchen der Wiese fast unverzichtbar. Doch wenn sich das Wetter überraschend ändert, fällt die Entscheidung zur Maat innerhalb weniger Stunden. Der Jagdpächter oder freiwillige Helfer sind dann nicht immer erreichbar. Als Alternative empfiehlt der Knigge technische Hilfsmittel, zum Beispiel Drohnen mit Wärmebildkameras. Für die Suche eignen sich aber nur die frühen Morgenstunden. Später am Tag melden die Kameras nicht nur Kitze, sondern auch aufgeheizte Maulwurfshügel. Und die Drohnen dürfen nicht überall starten. Die großen Flughäfen, aber auch um Sportflughäfen, dort wird es schwierig. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Hochspannungsleitung drüber. Dort darf man auch nicht unten durch und drüber fliegen und muss im Endeffekt 100 Meter Abstand halten. Dann gibt es Naturschutzflächen, wenn die in der Nähe sind. Da muss man auch eine Sondergenehmigung beantragen. Also es gibt da schon einige Einschränkungen. Wer nicht fliegen darf, muss dann doch laufen. Zum Beispiel mit einem tragbaren Wildretter. Der spürt Kitze im Gras mit 10 Infrarotsensoren auf. Dank dieser Technik wurde dieses Rehkitz doch noch vor dem Mähtod bewahrt. Und vielleicht retten die Vorschläge im Mähknigge noch ein paar Tiere mehr. Den Wildtier- und Insektenschutz mit den Erfordernissen unserer Hightech-Landwirtschaft zu vereinbaren, bleibt trotzdem eine große Herausforderung.